Und damit herzlich willkommen hier. Schnell und Ja. Und nochmal hier herzlich willkommen hier in Heidenheim für den 16. und den 6. Frank Schmidt gegen uns, gegen Robert's Place, gegen mich. Direkt und Pepers, schön. Und die erste Chance, die erste Riesenchance hat Heidenheim. Das erste Tor macht auch Heidenheim. Immer das Tormusik schön. Das Gute lässt grüßen. Es darf doch nicht wahr sein. Kaum sind wir in der Liga schon. Ja, jetzt mal eine Chance hier für uns. Auch für uns eine sehr hochkarätige Chance. Nach einem Pass eines Erfers zurück. Kloster, Möwe, dann passt uns. Hat keine Probleme mit Kugel. Schön, Klos macht sein Tor. 1-1. Wieder auf Anfang, nach einer Viertelstunde. Schön. Das ist gut, das gefällt mir. Nochmal Chance für uns. Mini-Chance, Freistoß, Okan Aydin. Versucht es direkt aus 26 Metern, aber Lukas Heck Johansson hält ohne Probleme. Erben ist offensiv ausgerichtet. Was der Ball versucht, klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Ball rollt ein großes Fest zu. Ein feines Kabinettstückchen zeigt ihn. Schön. Gelbe Karte, Okan Aydin. Nicht so toll. Nicht so toll. Warum? Was muss ein Fehler von Möwald ausbügeln? Hans, ja. Konzentration, Jungs. Ja, ein Schuhwechsel. Entschuldigung. Nicht viel los hier, wa? Jetzt auch gelbe Karte für ein Heidenheimer. Neto. Was? Korucha? Korucha? Nach Rieden Foulspiel gegen Kevin Möwalds. Ja, Marito heute nicht die beste Partie, laut Note. Schussversuch von. Was ist denn das? Nicht gut aus Tor. Marx macht 2-0. Schön. Also wir aus Marx an. Zieht das Blach aus 2-0 wieder ab. Verweifelt die Kriegeck. Und der Tormann sieht nicht gut aus. Heise mit der nächsten gelben Karte. Jetzt gegen Fiel. Taktisches Foul. Wir führen endlich mal hier in der Liga, aber ich will es nicht beschreien. Laurito hat es doch gut gemacht, bisschen was. Ah, verstehe ich nicht, warum er gerade so abbaut. Hat ein schönes Partie gemacht jetzt in der Europa League. Weiter Einwurf jetzt von Tom Marx. Kommt da raus und fängt ihn. Junge. Jetzt auch gelbe Karte von unserem Linksverteidiger. Viele gelbe Karten hier, das gefällt mir gar nicht. Wir haben auch Chichas jetzt nicht mit. Links haben wir jetzt auch keinen weiter. Angriff über den Eckball, nochmal über Torben Marx, okay. Ja. Keine weiteren Gefahren hier. Eine Minute Nachspielzeit. Und dann geht's in die Pause. Wir führen mit 2-1 ein recht unspektakuläres Spiel hier. Fiel macht eine gute Sache hier an der Stelle von Sebastian Tyralla. Das muss er sich einfach mit anschauen. Macht weiter, wir müssen im Training einstudiert haben. Ich möchte jetzt hier nichts weiter motivieren. Ich möchte hier motivieren. Oder will ich auch ein bisschen mehr sehen? Aydin. Will ich mal nichts weiter sagen. Gehen einfach mal so.
sage einfach mal weiter so jetzt. Immer gelbe Karte von Florian Niederlechter. Ja, kein Spiel. Mal schauen, was draus wird. Chance für uns. Das ist ein schwaches Spiel. Was köpft Fabian ins Heidelberger Tor? Er springt dabei um. Ja, na gut. Wir haben 60 zu erreicht. Ich möchte ihm auch nochmal eine Chance geben hier. Ich lasse Klos heute mal durchspielen. Ott kriegt von mir eine Chance für Kevin Möhwald. Werden wir gleich uns angucken. Parker für Aydin. Allein wenn er eine gelbe Karte hat, möchte ich nicht riskieren, dass er noch irgendwie sich anderweitig in Bedrängnis bringt, sage ich mal. Und wir gehen wieder darauf, dass wir sagen, Kurzpassspiel, ruhig, gehen ein bisschen zurück mit der Abwehrkette, das hat ganz gut geklappt, fand ich, und wir sagen jetzt, wir gehen jetzt auf Konterspiel und sagen nochmal Konzentration an die Jungs, dass sie hellwach bleiben. Der Sieg wäre wichtig für uns. Jetzt aber nochmal Heidenheim mit einem Angriff. Torben macht diese Zwangler hier abgerissen. Was könnte man aber auf Letzt liegen? Dann geht alles ganz schnell. Wandler und schnell. Ja, ja. 2-2. Unnötig. Das heißt, unsere Taktik, was ich gerade gesagt habe, zählt dann nicht mehr. Wir gehen wieder vor. Schade. Dass es so kommen muss. Die feiern hier Ekstase, so sonst irgendwas gewesen wäre. Kommt Leute. Nochmal Angriff, Rot-Weiß. Na, ein kleiner Angriff zumindest. Patente, die Chance habe ich schon gelesen. Gut. Geht nochmal. Gebt nochmal alles, Jungs. Komm. Geht nochmal vorwärts. Riesenaufregung ist in Heidenheim, was ist jetzt los? Erlaubt erneut ein Foul, hat bereits gelbe Karte. Gelb-Rot. Immer Merz hat genug gesehen, Gelb-Rot jetzt hier vom Sechser der Heidenheimer. Also auch noch einmal für uns die letzte Viertelstunde. Da muss was drin sein, Jungs. Und sie wechseln den Stürmer aus, da bin ich doch dabei. Sowas kriege ich doch mit. Das heißt eben für uns auch. Oh, jetzt gehen sie in zwei Stürmer rein, okay. Aber, guckt euch das jetzt hinten mal an. Jetzt müssen wir wirklich mal über die Flügel gehen, Leute. Und Druck machen. Jetzt müssen wir über die Flügel gehen. Jetzt haben wir eigentlich leicht über die Flügel. Wenn sie sich denn mal hier auskeksen, die Jungs und Mädels. Haut nicht zu weit zurecht, läuft an, am Tor vorbei, was? Ich frage noch, was für ein Strafstoß jetzt? Nochmal Chance für Rot-Weiß. Schön, Ott. Ein Schritt gemummelt aus dem 16er, war sie dann aber zu lange. Das kennen wir schon, das kennen wir schon. Nochmal nach vorne. Kommt Angriff, Rot-Weiß.
Schöne Kombination des FC Rot-Weiß Erfurt. Mark spielt seinen Kollegen Fiel fein an, den gelingt ein Traumpass auf Pente. Er legt sich los quer vor und dieser zögert keine Sekunde. Tor. Wichtig. Wichtiger Treffer. Wichtiger Treffer. Verflucht wichtiger Treffer. 86. Spielminute. Schönes Ding. War viel wert. Nochmal. Gut. Jetzt nochmal Heidenheim mit der Chance. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Klevi nicht gerade noch vollstrecken. Philipp. Nachspielzeit. Wir gewinnen mal hier. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir jetzt sowohl in der Europa League als auch hier mal wieder einen Sieg feiern konnten. Das ist verdammt wichtig. Dass wir die Ruhe bewahrt haben. Und trotzdem kassieren wir persönlich noch zu viel Gegentore. Ja, gut, wir spielen halt offensiv, da passiert das halt. Bester Spiel Torben Marx, okay. Die Ergebnisse, wie gesehen, Heidenheim gegen Erfurt 2:3, Sandhausen besiegt Greuther Fürth mit 1:0, Nürnberg gegen Dynamo Dresden 1:1, Paderborn gegen Bremen 1:0, damit rutscht Bremen wieder ab. Entschuldigung, das war's auch nicht. Ingolstadt gegen Frankfurt 3:0, Fortuna Düsseldorf gegen Braunschweig 3:3, Union Berlin gegen St. Pauli 2:2 und Aalen gegen Bochum 0:1, genau wie Karlsruhe gegen RB Leipzig, die jetzt auch oben langsam wieder schielen. RB, fällt mir gar nicht. Wir sind wieder von Platz 6 auf Platz 3 gerutscht. Das ist auch löblich zu erwähnen. Gehen wir mal in die Stimmen hier. Was haben wir? Ach, unser Fabian Dus. Ich bin darüber dankbar für dieses Spiel und die Tore, die ich erzielen durfte. Du hast ein Tor gemacht, übrigens. Unser Trainer von Heidenheim. Die Mannschaft ist jetzt natürlich niedergeschlagen, aber wir haben keine Zeit, die Niederlagen, diese Niedergeschlagenheit in die Köpfe kriechen zu lassen. So, gucken wir uns mal Bewertungen neu zu gehen. Hier ist natürlich Sensation, okay. Wir haben immerhin zwei gute Griffe gemacht, drei gute Griffe gemacht. Mitläufer haben wir keinen, Flop haben wir auch keinen. Das ist schon mal viel wert, dass wir keine Flops dabei haben. Für die Bombe haben wir natürlich tief ins, ja, tief reingegriffen. Sensation, hier, was haben wir? Innenverteidiger von Dynamo Dresden. Marktwert ist in Ordnung, gewinnt Bälle. Den können wir uns sogar mal spaßeshalber reintun. Ansonsten gucken wir hier mal rein, guter Griff. Ablöse war echt Verstärkung. Ein 20-Jähriger. Ja, aber der fällt bei mir schon aus dem Raster raus. Das ist. Mag man vielleicht sagen, ist ein bisschen naiv, hat diesen Talentpunkten so dermaßen zu schauen. Auch genau, was würde ich nie ver. Vor allem nicht für 700.000. Nee. Nee. Sehe ich nicht. Zu Leihe von der TSG Hoffenheim. Okay, das ist immer so ein schönes Ding, wenn man da was erwischt. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Mannschaft der Woche haben wir jetzt gar nicht gesehen, wisst ihr? Sind wir einfach nicht gewohnt. Juri Jutt. Vertrag unterzeichnen. Jetzt ist das die Spieleraussprache. Sie machen alles richtig. Wir können uns keinen besseren Trainer wünschen. Wir sind nicht alle fit. Ja, denke ich an eine ganz bestimmte Person. Sie wechseln zu wenig aus. Inwiefern? Ein bisschen mehr. Ja, komm, halt die Kuschen. Halt die Kuschen, Bergi. Bisschen mehr Urlaub. Du. Sportlich Hammer. Solide. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es nicht der Aufstieg. Liebsten würde ich sogar. Ich würde es sogar vermeiden wollen, wenn es irgend möglich ist, den Aufstieg. Weil in der Erstliga, wir würden so böse untergehen. Wir würden so böse untergehen in der Erstliga. Das geht gar nicht. Dann nehmen wir lieber noch mit, ja, hier mit in der zweiten Liga. Und ja, Babelsberg verliert gegen unsere zweite Mann, gegen unsere B-Union, okay. Vertragsverhandlung mit Juri geschoben. Juri? Juri?
Mannschaft der Woche. Hier können wir mal super letztes Spiel sagen. Gut, Babelsberg. Ja. Juri gescheitert. Ich bin froh, dass ich überhaupt ein Team für dich gefunden habe, Juri. Und dann machst du sowas. Warum? Warum machst du das? Aktion. Transferstatus ändern. Ablösefrei will ich nicht unbedingt machen, aber 15.000 hätte ich an sich schon gerne gehabt. Und da gucken wir jetzt auch mal nochmal rein. Beziehungsweise beauftragen nochmal jemanden 15.000, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Genau wie bei Möckel, da gehen wir auch mal ein bisschen runter. Mir ist es ja wichtig, dass ich hier sonst Dings spare. Was verdient denn er? 65.000 ist nicht jetzt nicht so viel, ist nicht die Welt, aber da kann man die Jugendspieler besser einbinden damit. Transferstatus ändern. Wir sagen mal, hier 100.000 wären schön, aber 65.000 und auf Transferliste setzen. Und Aktion. Vertrag, Spieler anbieten. Geben wir auch nochmal hier die Chance und gehen weiter. Juri hat. Oh, Sport von der. Leute, okay. Okay. Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der Saison? Bis jetzt ganz gut eigentlich. Auch wenn wir nicht so dastehen, wie wir es gerne hätten. Wir können nicht zufrieden sein. Alles hat seine zwei Seiten. Wir haben sportlich nicht gut. Nein. Nö. Eigentlich gar nichts davon. Wir können nicht zufrieden sein, da muss mehr kommen. Also sind zwei Seiten. Wir haben sportlich nicht gut abgeschnitten, aber ich sehe uns auf einen guten Weg. Das nächste Spiel. So machen, ich weiß nicht. Ich fand es eigentlich gut bis jetzt. Was? Ich hoffe, ich habe diese Frage nicht schon gestellt. Aber das, was Sie. Eigentlich das Geheimnis des ordentlichen Fußballs. Taktische Ausbildung, bombensichere Abwehr. Am Ende muss Kampf und Einsatz stimmen. Das ist für mich irgendwo, so ich sage. Wenn das stimmt, kann ich auch mal mit der Niederlage ja, besser umgehen, als wenn ich sehe, es wurde jetzt gar nicht angegriffen. Es ging nicht an den Mann. Man kann mal dumme Gegentore kassieren. Oh mein Gott. Man kann auch nicht jedes Spiel gewinnen. Mein Gott. Aber man sollte nicht den Kopf in Sand stecken und dann nichts weitermachen. Das ist, was ich sage. Da ist ein Fehler drin. Wir müssen dringend aufpassen, was unser Kontostand angeht. Theoretisch rein. Die Bomber Trainingsziel erreicht. Trainingsziel. Torriecher, okay. Was haben wir denn? Was wäre noch als wichtiges? Okay, dann peitschen wir das weiter nach vorne. Aber Flanken erstmal wichtiger, genau wie lange Pässe. Haben wir es noch Priorität, okay. Torben Marx hat nochmal Aktion. Training, Trainingsziele, Ballkontrolle, das ist schön aus den ja, älteren Jahren, sage ich mal, dass es da noch ein bisschen zugelegt hat. Nehmen wir auch raus, dann werden dann Eddie Krejci schon mal ansetzen, aber das hat andere Prioritäten. Gut, Vertragshandlung gescheitert. Ärgerlich. Was verdient ein Juri bei uns? Auch nur 65. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er der Großverdiener ist. Spieler anbieten, was haben wir gesagt? 15.000. Gucken wir nochmal in der dritten Liga, da muss noch einer zu finden sein.
Junge, Junge, Junge. Ja, geht doch. Warum muss ich denn das machen? Spieler sind froh über ihre Entscheidung. Das ist Darmstadt Interesse an mir, von mir aus. Ist ja eine schöne Aufgabe, aber ich habe da, wie gesagt, mein Herz ist da bei Rot-Weiß Erfurt voll und ganz. Von daher keine Chance da, mich abzuwerben. Spiele anbieten. Für 100.000. Ein bisschen Geld, den würde ich schon gerne. Also Münster wäre theoretisch interessiert, aber dem ist er noch zu teuer. Okay. Der zweiten Liga wird man keinen finden, wa? Ja. Wie sieht denn das in Dänemark aus? Haben wir jetzt auch nicht die stärksten Mannschaften, aber hier brauche ich gar nicht gucken. Griechenland, Olympic Piräus brauche ich auch nicht gucken. Island ist wahrscheinlich zu teuer oder nicht interessiert. Yep. Italien, da brauchen wir nicht gucken. Serie A. Japan, hätten wir da vielleicht was? Nein. Und nein. Okay. Die Niederlande. Sehe ich hier keine Mannschaft, wo es realistisch wäre. Portugal, Russland, hier Kadschan vielleicht. Ecke, dachte ich mir. In die Schweiz, wie wäre es denn da mit Schaffenhausen? Wollen den auch nicht. Der FC Luzern auch nicht. Auch nicht. Vereinigte Emirate, okay, glaube ich, aber auch weniger. Yep. Weniger, dass es um Geld liegt, vielmehr dann daran, dass es nicht interessiert. Österreich, hier gar nicht, okay. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, müssen wir noch ein bisschen runtergehen. Gucken guck mal da nochmal rein. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns darum kümmern, dieser ja, Aufnahme, dass wir wenigstens versuchen, ihn nochmal loszuwerden. Spiele anbieten. Wer war denn das im dritten Liga, der gesagt hat, Viktoria, gell, oder Preußen Münster? Immer noch außerhalb. Saarbrücken? Nee. Elversberg? Nee. Halle? Auch nicht. Regensburg. Das ist aber durch. Ich will ihn ja nicht verschenken. Also, den wollte ich eigentlich weniger verschenken, weil so schwach ist er nicht. Oder waren wir jetzt schon überall hier? Essen liegt auch außerhalb. Das ist ärgerlich. England, zweite Liga. Haben wir hier irgendwas? Komm, versuch's nochmal mit 85.000, ja. Was soll's? Antwerp, zweite Mannschaft. Gucken wir da mal rein. Ach ja, ach ja, ach ja. Verlieren 1-2 gegen Kloppenburg. Schade. Hier haben wir gesagt, okay, gegen Trag und Zeichen. Mal gucken, ob die damit einverstanden sind. Es ist voran Regensburg. Aber erstmal die Hymne der Trümmerer. Ja, und da bin ich auch wieder. Das Spiel ist gerade abgeschützt. Ich musste ja seit Montag bisher nachspielen. Ich habe Dings runtergestellt, Möwald nochmal angeboten, ich habe Jutt nochmal angeboten. Vertragsverhandlungen sind auch
Unterschiede gehen wir jetzt mal Nachrichten rein. Die Bombe hat Trainingsziel erreicht. Das habe ich noch nicht geändert, sehen Sie. Das haben wir gesagt. Das kann so bleiben, beziehungsweise das erhöhen wir, aber es gibt andere Prioritäten, hier erst zu erledigen. Das haben wir gesagt, genau. Gut, das ist gescheitert. Das ist doof. Das ist doof. Trotzdem nochmal Spieler anbieten, komm, versucht's nochmal. Ja, 75.000 haben wir dann eben ausgemacht gehabt. Scouting abgeschlossen, Scouting abgeschlossen. Das haben wir auch schon gesehen. Assistent. Neuer, was? Ach, hat den bisherigen Code drin. Ach so, okay. Reserve hat er gewonnen und nicht verloren. Wir kriegen 50.000 da und Gokia verlängert Vertrag bei Halle. Nicht so wild. Nicht so wild. Wir gehen nochmal ganz kurz in die erste Mannschaft rein. Ja. Warum muss da groß ändern? Das ist halt die Frage. Otto hat jetzt. Ja. Will ich jetzt keine Schuld geben? Will ich jetzt keine Schuld geben darauf? Kein Problem. Tyrella will ich eigentlich lassen. Parker. Würde ich dann auch in der zweiten Halbzeit wieder bringen wollen. Was ich noch machen möchte, ist Odak wieder reinsetzen. Ich möchte in die offene Taktik gehen, in den Vergleich gehen. Ich glaube auch, wir nehmen am besten mal die Abwehr ein bisschen weiter zurück. Inui, okay, auch stark oben. Malab, oh, böse, 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 böse. Böser Spieler. Da wollen wir auch wirklich, dass er außen Spiel genommen wird. Und Marx bekommt ihn hier zu Gesicht. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen hier wirklich mal Pressing, ja. Aber die Abwehr, die muss, ja, 40% muss reichen. Wir gehen jetzt wirklich mal auf Konterspiel. Sprich, wir spielen eher mal mit längeren Bällen. Und ja, es können wir uns nicht leisten, das was auszureichen. Gehen wir mal ganz schnell in die Jugendmannschaft. Alles tippitopp. Bald nicht alles tippitopp. Nein. Du da. Wir haben das fast in Gang hier. Kein Zweistander, wenn nie dabei war. Was haben wir gesagt? 35 ist Minimum. Die hätte ich auch lieber nach B-Jugend gesehen, aber gut. Auch trotzdem hast du keine Chance. Bin ich ehrlich mit dir. Hier noch ein Tormann. Der ist out of order. Du darfst auch zu Hause bleiben, Maximilian. Genau wie Kevin, das Thema hatten wir vorhin schon mal. Und Sebastian darf auch zu Hause bleiben. Jawohl. So, haben wir das auch geklärt. Jetzt will ich nochmal in die Mannschaft gehen. Ganz kurz, ich weiß, es geht wieder schon viel zu lange, die Folge. So. Warte. Mal gucken, was er da macht. Gewinnt nochmal 2 Moralpunkte. Steve, das haben wir schon gesagt, dass er hier. Ich möchte, dass du mehr Verantwortung übernimmst. Mal gucken, was da kommt. Nimmt dich sehr zu Herzen. Das ist schön. Das höre ich gerne. Du hast gut trainiert. Das hört auch er gerne. Ein Mensch hört bestimmt auch noch was gerne. Hört bestimmt auch gerne, dass er auch gut trainiert. Das hört jeder gerne. Ist damit auch wieder im dunkelgrünen Bereich. Schön, Torben Marx. Können wir ihn irgendwas sagen? Und ist sensationell. Freut er sich auch, macht auch ein gutes Paar. Ja, gutes Ding. Ist halt ein bisschen erfahrener. Kevin Möwald hat auch gut trainiert, das ist schön. Freut er sich auch, das ist wichtig für ihn. Das ist wichtig für uns, dass Kevin sich, dass es ihm gut geht. Die Bombe, da möchte ich, dass du ein bisschen, ja, dass du dich bei Flanken verbesserst.
Ja, nimmt er auch an, das ist schön. Erste Oaken ID, erste Oaken ID bitte. Danke. Was können wir hier sagen? Gut trainiert, ja. Körperlich stärker werden, das ist auch wichtig, dass er da wirklich präsenter wird auf dem Platz. Moral hat er eine sehr gute, brauche ich nicht extra nochmal drauf gehen. Aber was hier wichtig ist, dass er Ziele runterschrauben. Nein, er kann da ruhig das Ziel haben, dass er ja, da besser wird. Das ist der Torschütze, der wird. Das darf er doch haben, das ist doch gar kein Problem. Das finde ich ja sogar gut, dass er so ein Ziel sich steckt. Ich möchte an die höhere Ziele. So ein Blödsinn. Ich will warten, bis er wirklich wieder zurück ist. Back in Business ist. Parker, gut trainiert, komm. Tyrella, ja. Die haben die letzten Spiele nicht so gut getan. Wir speichern an dieser Stelle nochmal ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession für mich dann übrigens gegen den ersten FC Nürnberg wieder dann ja, zu Hause im Steigerwaldstadion. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.